Mein Name ist Jan Duwe und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie das typische Prignitzer Wintergericht, den Knieperkohl, selber zu Hause zubereiten können. Dazu nehmen wir frischen Schweinebauch. Wir haben das jetzt die doppelte Menge, als wir in unserem Rezept angegeben haben, weil wir brauchen ja natürlich auch mehr. Dann kommt dazu Wasser. Damit wird dann der Schweinebauch aufgegossen, sodass er schön bedeckt ist. Und dann nehmen wir dazu Zwiebeln, Lorbeerblätter, Pimentkörner und natürlich zum Würzen Salz. Kann ruhig ein bisschen mehr sein, das verkocht nachher sowieso im Kohl. Den Topf mit den Zutaten für die Fleischbrühe wird auf dem Herd aufgestellt und zum Kochen gebracht. Muss jetzt ungefähr eine Stunde kochen. Wir haben das schon mal soweit vorbereitet. Nun kommen wir zur eigentlichen Zubereitung des Knieperkohls. Dazu nehmen wir unseren Räucherbauch. Legen damit die Pfanne aus, immer schön verteilen. So, dann kommt unser Knieperkohl, den wir von einem regionalen Erzeuger beziehen. Der ist jetzt roh, riecht leicht säuerlich, denn er besteht ja aus drei verschiedenen Kohlsorten. Diese drei Kohlsorten sind Weißkohl, Grünkohl und der blaue Markstammkohl. Der blaue Markstammkohl wurde früher bezeichnet als Futterkohl. Nach dem Waschen der drei Kohlsorten werden die fein geschnitten, geschleudert, in Fässern eingelegt, schichtweise mit Weinreben und Salz, ca. 6 bis 8 Wochen an einem warmen Ort stehen gelassen und dann gärt er so langsam vor sich her. Dadurch bekommt er den leicht säuerlichen Geschmack, wobei man aber nachher nach dem Zubereiten im Backofen davon nichts mehr schmeckt. Dazu kommt jetzt unsere vorher zubereitete Fleischbrühe, schön verteilen und nun kommt dazu Schweineschmalz. Bei der Zubereitung des Knieperkohls sagte meine Oma früher schon, da müssen mehr Fettaugen rausgucken, als reingucken in den Knieperkohl. Nun muss er ca. 2 bis 3 Stunden im Backofen bei 120 bis 150 Grad schmoren. Nach ca. 2 Stunden kann man mal gucken, wie es dem Knieperkohl im Backofen geht, um nachher die letzten Zutaten hinzuzufügen. Unsere Prignitzer Kohlwurst, unseren Schweinebauch, den wir vorher aus der Fleischbrühe entnommen haben, weil die nicht so ganz lange Garzeit haben wie unser Räucherbauch, der bereits im Knieperkohl im Backofen schon schmort. Einfach auf den Kohl rauflegen und für ca. eine weitere Stunde im Backofen garen. Nun ist unsere Stunde rum. Wir nehmen eine schöne Portion heißen, dampfenden Knieperkohl, gleich Fleisch damit zu. Dazu unsere im Kohl mitgegarte Kohlwurst. Schweinebauch und dazu kann man wahlweise, in unserem Fall, wir haben heute Salzkartoffeln oder auch Pellkartoffeln zureichen. Wohl bekommt's!